Der Staat ist eine freie Demokratie nach europäischem Modell und die Stadt hat internationales Flair. Neben Kolonialbauten von französischer Eleganz eine moderne Skyline aus Glas und Beton. Und neben tiefer Armut eine schicke, weltoffene Bourgeoisie. Auf Anhieb ist es kaum zu glauben. Dakar ist die Hauptstadt eines durch und durch islamischen Landes. Kaum lässt man die Stadt hinter sich und schon spürt man die chronische Dürre, die dem Land seit Jahren zu schaffen macht. Die Folgen sind Landflucht, Arbeitslosigkeit und Armut, tiefe Verzweiflung bei vielen Senegalesen. Wir fahren nach Touba, 160 Kilometer von Dakar entfernt. Touba ist die heilige Stadt der Moriden-Sekte, der wichtigsten Muslimbruderschaft im Lande. Die beiden Schilder an der Ortseinfahrt sind unmissverständlich. Wer Zigaretten oder Alkohol dabei hat, kommt nicht rein. Der islamische Großkalif von Touba hat das Verbot verhängt. Kontrolliert wird es von Gendarmen des senegalesischen Staates. Das Minarett der Moschee, so behaupten sie hier in Touba, sei das höchste der ganzen Welt. Die Stadt ist ein afrikanisches Mekka. Gegründet wurde sie, wie die Bruderschaft auch, am Anfang des Jahrhunderts, trotz heftigen Widerstands der damaligen französischen Kolonialverwaltung von Scheich Ahmadou Bamba. Der Sektengründer war ein Marabout, geistlicher und weltlicher Führer zugleich. Er schrieb theologische Traktate und sakrale Verse, die noch heute vom Chor am Hofe des Kalifen rezitiert werden. Sie loben Allah, dem Barmherzigen. Die Strophen sind nicht arabisch, sie wurden in der Landessprache Wolof geschrieben. Und in der Melodie klingen unverkennbar afrikanische Rhythmen durch. Touba ist ein Wallfahrtsort. Einmal im Jahr kommen alle Mitglieder der Bruderschaft in die heilige Stadt. Wie viele es sind, weiß niemand genau. 2, vielleicht auch 3 oder 4 Millionen. Die Stadt ist ein Staat im Staate. Hier regiert die Religion, ein Islam, der afrikanisch geprägt ist. Scheich Bamba, der Gründervater, ist allgegenwärtig, sogar auf den Plastikbuttons der Kinder. Und beim Schneider um die Ecke ein naives Gemälde mit dem Konterfei der Kalifendynastie, die in den vergangenen Jahren die Bruderschaft mit straffer Hand führte. Selbst beim kurzen Mittagsgebet an einem ganz normalen Wochentag sind die Gläubigen zahlreich. Die riesige Moschee wurde Stein für Stein von freiwilligen Muslims gebaut, 35 Jahre lang. Gerade hat die Bruderschaft die Innendekoration prachtvoll renovieren lassen nach Modellen aus Mekka. Und alles aus der eigenen Tasche bezahlt, sagen stolz die Sektenführer. Von keinem iranischen Ayatollah, von keinem arabischen Ölscheich, nicht einmal von Gaddafi, hätten sie nur einen Franc genommen. Al-Hajji Mohammed Mahmoud Niang gönnt uns eine Audienz. Er ist ein angesehener Marabout und der engste Vertraute des Großkalifen, der sich fast nie in der Öffentlichkeit zeigt. Sein offizieller Titel lautet Sekretär für arabische Angelegenheiten. Natürlich sind auch andere Marabouts gekommen und wie immer sind die Talibes dabei, seine Jünger, die ihm lebenslänglich Gehorsam schulden. Glauben Sie, frage ich Al-Hajji Niang, dass der Islam hier im Senegal an Einfluss gewinnen wird? Nein, sagt er, das glaube ich nicht. Das weiß ich einfach. Schauen Sie, jetzt schon sind mindestens 85% der Senegalesen Muslims. Und ich stelle täglich fest, dass immer mehr Männer, Frauen und Jugendliche sich zum wahren Glauben bekennen. Kokit Yantiala Mohammed,
Wenn das stimmt, so frage ich, dann wäre es doch ganz logisch, dass sich auch Staat und Regierung strikt an den islamischen Gesetzen halten würden. Das sagt Niang, sollten Sie die fragen, die in der Hauptstadt regieren. Ich spreche nicht über Politik. Eine ganz diplomatische Antwort, aber ein Dementi ist es keineswegs. Im Schatten der Moschee ließ der Kalif eine Bibliothek bauen, den Grundstock für eine große islamische Universität, die in Tuba mit Billigung der Regierung entsteht. Das einzige Foto des Sektengründers Bamba, dessen Manuskripte hier gehütet werden. Es gibt auch wissenschaftliche, theologische und philosophische Bücher und nicht weniger als 40.000 Exemplare des Korans in allen möglichen Sprachen. Jeder Band aber in arabische Schrift. In Senegal ist zurzeit auch weit brisantere Lektüre zu haben. Zeitschriften und Flugblätter, die lautstark einen islamischen Staat unter der Führung einer Gottespartei fordern. Veröffentlichungen von militanten Integristen und Fundamentalisten, für die Ayatollah Khomeini das große Vorbild ist. Erdnüsse, für Senegal das wichtigste Exportprodukt. Der Handel und der Transport sind fest in der Hand der islamischen Bruderschaft. Sheikh Bamba nämlich hatte verkündet, dass nicht nur Beten, sondern auch Arbeiten den Gläubigen näher zu Allah führen können. Und davon profitieren bis heute die Marabus. Sie lassen ihre Jünger arbeiten und stecken die Gewinne in die eigene Tasche. Das können sie, weil sie Vermittler zwischen der weltlichen Macht und den Gläubigen sind. Sie brauchen den Staat und der Staat braucht sie. Und so sind es gerade die heiligen Bruderschaften, die einen islamischen Gottesstaat bislang verhinderten. Dies ist ein wichtiger Tag im Leben von Sering Mbakesek, der erst 4 Jahre alt ist. Heute besucht er zum ersten Mal die Koranschule. Der Lehrer hat ihm eine Holztafel in die Hand gedrückt mit der ersten Sure des Heiligen Buches. Allah sei gelobt, der Herrscher über alle Wesen auf Erden. Lesen kann Sering natürlich noch nicht. Er muss die Strophe auswendig lernen. Und es wird noch etwas dauern, bis er so weit ist wie die älteren Mitschüler, denn die haben es schon bis zur Sure 67 geschafft. Gott ist der König der Welt. Rosig sieht ihre Zukunft nicht aus. Wenn ihr Land weiter verarmt, wenn Afrikas wirtschaftliche Misere andauert, dann werden sie mehr noch als ihre Eltern Trost suchen in der Religion, in islamischen Sekten, die dann vielleicht weit radikaler sein werden als heute. Ein senegalesischer Autor schrieb, der Islam ist der Glauben von Afrikas Herzen. Eine Volksreligion war die Lehre des Propheten in Afrika immer schon. Sie hat die Macht, jederzeit gegen unbeliebte Regierungen mobil zu machen, gegen soziales Unrecht oder gegen westliche Einflüsse. So gesehen hat der Islam Zukunft in Afrika.